Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Kornwelt unterwegs auf unserer 16-Fach-Karte. Wir sind bereits in Folge 356. Ich fange gerade wieder frisch an, ein bisschen was aufzunehmen und ich sehe schon, dass der freundliche Kollege hier steht. Ich würde sagen, wir machen hier mal den Spaß schon wieder an. Einstellen. Der wird dann einfach nur sagen, ich kann nicht, weil ich bin voll. Das ist sehr praktisch. Dann laufen wir hier vorne zum LKW hin. Den sehen wir hier nämlich schon stehen. Sehr gut. Und der sagt auch gleich, ich bin voll. Nein, der sagt noch nicht, er ist voll. Aber nach der nächsten Ladung sollten wir langsam mal gucken. Obwohl zwei, die und auch eine weitere kriegt er rein. Also dann brauchen wir noch nicht sofort abfahren. Okay, ich bin natürlich jetzt ein bisschen nebengefahren. Der berühmte Vorführeffekt. So, aber jetzt läuft die Kiste wieder. Hier können wir mal gucken, wie viel Öl er hat. Wenn er bei 30.000 ist, ne, ist er noch nicht. Dann hätten wir ihn weiterschicken können. Der Ölzug steht hier noch. Das ist auch okay. Und das ist der gute Zug, den wir unterwegs waren oder sein sollten. Und zwar um unsere Sojapaar zu verkaufen. Aber das machen wir sofort. Ich möchte erst eben die anderen Jungs wieder fahren lassen. Da ist nämlich der nächste. Der ist auch voll. Da machen wir auch ein freundliches Einstellen. Wir müssen mal gucken, wo wir den LKW gelassen haben. Und hier ist Nummer 3. Auch hier machen wir ein freundliches Einstellen. Dann dürfen wir gleich das Blinken kriegen. Richtig, sag ich doch. So, der freundliche Kollege hier, der kriegt die gleiche Mitteilung. Und der streut irgendwie weiter. Das funktioniert auch schon mal sehr gut. So, dann mal gucken. So, der steht genau neben uns. Das ist ja alles fast gut getimt, muss ich mal sagen. Damit kriegen wir hier auf jeden Fall schon mal wieder eine Ladung Raps. Die angeln wir uns hier auch gleich mal raus. Sollten wir sicher selber stehen bleiben, damit wir ihnen nicht im Weg sind. Ein bisschen die Fruchtgefahr, nicht, dass er uns entgegenkommt und hier geht nichts mehr. Das wollen wir natürlich auch nicht. Aber wir kriegen das alles hin. So, wir schauen mal, welcher Drescher auf welchem Feld denn jetzt steht. Ich schätze mal, es ist auf der 33. So, er fährt los, er fährt rückwärts und er fährt aus dem Weg. So, gut. Den brauchen wir dann nicht, den auch nicht, den auch nicht. Hier können wir auch zwischendurch mal. Ja, da muss ich erst wieder was umstellen. Das kriegen wir aber alles hin. Der wartet auch auf seine nächsten Ladung. Jetzt sollten wir nämlich eigentlich noch einen freundlichen LKW finden. Nämlich den hier, der gerade frisch auf dem Weg ist irgendwo hin. Nein, ist er nämlich nicht. Weil wenn wir nämlich jetzt die Karte aufgehen, dann sehen wir, dass wir nicht genau wussten, auf welche Seite wir müssen. Stellt sich aber raus, wir müssen auf. Ist das jetzt richtig, oder? Ja, wir müssen noch auf diese Seite. Das ist nämlich der Abfahrer fürs Feld 33. Und da wusste ich noch nicht genau, ob er links rum oder rechts rum fahren muss, je nachdem, wie weit der Drescher hier kommt. So, und dann kümmern wir uns um den Zug. So simpel ist es. Das hier ist nämlich die nächste Ladung Soja. Aber wenn wir jetzt die 450.000 Liter verkauft haben, muss sich der Preis wahrscheinlich eh erstmal wieder eine Runde erholen. Aber wir kriegen das alles hin. So, die 34 wird gestreudüngt. Das ist gut. Die kann nämlich hinterher dann gegröbert werden und angesät. Das passt also alles schon mal. Unser Geld sieht nicht schlecht aus. Wir können uns also tatsächlich auch mal um die ersten Einkäufe kümmern. Wir hatten uns ja schon ein bisschen im Shop umgeguckt. Ich habe schon wieder die Minimap ganz ausgemacht. Ne? Ja, Feld 33 ist lang, muss man eindeutig so sagen, wie es ist. Nicht super breit, aber man fährt diese Kündchen, bis man hier rum ist. Und er ist natürlich auch bis fast in die hinterste Ecke gekommen.
möchte heute gar keinen Curseplay aufmachen. Ich wollte ihn einfach nur hier drunter fahren. So, damit dürfte das eigentlich alles laufen. Sehr schön. So, wir skippen jetzt nämlich bis zum passenden Zug. Da sind wir. So, oh, Motor war an, okay. Das heißt, wir müssen noch ein Stückchen rückwärts fahren. Nämlich bis wir beim Verkaufspunkt sind. So simpel ist es. Und da holen wir das gute Zeug dann raus. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir noch einen guten Preis haben, aber das werden wir jetzt gleich merken, schätze ich. Ich lasse ihn mal in der Zeit eine Runde weiter rollen. Ihr seht, ich habe zwar keinen direkten Steuer, kann nicht mehr bremsen oder sowas, aber er wird jetzt auch immer langsamer, aber immerhin bewegt er sich in der Zeit, wo ich gucke. Ne? So, Soja haben wir immer noch 4800, die wir hier direkt verticken können. 4485 und wir können auch immer noch mit dem LKW danach welche machen. Aber wir müssen das ein bisschen mischen. Bleibt uns leider nichts anderes übrig, weil sonst kriegen wir die Preise nicht. Also haben wir die Preise zu schnell unten. Ne? Aber wenn ich die Menge jetzt, das ist jetzt nicht mal ein halber Zug, da gleich verkaufe, dann ja, ist der Preis da ganz hin. Und dann können wir uns halt nach und nach immer noch um den Roadtrain-Part kümmern. Da wir jetzt dazwischen von zwei Feldern Soja runterholen. Ne? Aber es geht ja einfach nur darum, dass wir die Kohle machen. Und deswegen ist das eigentlich kein Ding. So, da kommen wir der Sache schon langsam näher. Vielleicht dürfte er relativ abrupt die Anlage auftauchen. Ihr seht, mich schon mal ein Tickchen langsamer geworden. Ich mache jetzt hier die Hilfe an. Weil ich natürlich jetzt langsamer rückwärts fahre. Wir haben 5 Waggons voll. Und irgendwann müsste gleich das erste Mal ein Abladesymbol kommen. Das dürfte auch unten rechts kommen. Und natürlich auch bei der Hilfe dürften wir es sehen, weil das Abladesignal da ist. Ne? Ich hoffe, dass das auch irgendwann kommt. Wir fahren den Knick hier schon ran. Entschuldigung für den Räusperer hier, aber nicht, dass ich zu früh gebremst habe. Ich glaube aber, ich komme nur noch einigermaßen ordentlich hin. Dürfte gleich aussehen wie eine, ich hoffe doch, ziemliche Punktlandung. So, da sind wir nämlich schon beim Ablader. Und los geht's. Und das Geld kommt. So muss es sein. Gucken, was unser freundlicher Waggon hier einbringt. Ich kann die Hilfe schon mal wieder ausmachen. Ne? Wir sehen ja das Ladezeichen auch gleich unten. Da haben wir schon die ersten 400.000 eingenommen. So, da den nächsten. Das drücken wir erstmal raus. Wir kommen auch schon mal ganz locker dem auch unserem neuen Fuhrpark näher. Ihr seht, der kackt jetzt so ein bisschen ab. Entschuldigung, der, ne, entschuldige die Wortwahl, aber das ist halt, der Preis schmiert ab, sagen wir mal lieber so dann. 400 ein paar zerquetsche, 1394, dann dürfen wir 300 in die 80 kriegen, schätze ich mal noch. Ja, richtig geraten, 2 Waggons haben wir noch. Sagt jetzt wahrscheinlich 300 in die, weiß ich, 78 oder sowas. 77.000, irgendwie sowas in der Richtung. Schätze ich mal, wird jetzt Sache sein. Ne, 3,75 sind es nur. Da werden wir jetzt hier auch bei 3,65 landen, schätze ich mal, mit dem letzten. Aber wir sind bei über 54.000, das ist schon mal gut. Heißt also, das Feld selber liegt bei
ich glaube 48,6, 48,7 Millionen. Ja, 366.000, sind nochmal 9.000 weniger, aber ist alles okay. So, ich fahre jetzt mich schon mal wieder los, packe den Zug an einer relativ sinnvollen Stelle bei uns wieder, dass wir fürs nächste Mal gewappnet sind. Egal was es dann ist, ob es dann halt Dünger ist, Saatgut ist oder irgendeine Frucht, das werden wir dann sehen. Ja, mit der Kohle, die wir dann haben, würde ich sagen, ja, haben wir ungefähr, wenn wir das Feld kaufen, noch 5,5 Millionen in der Tasche. Das ist schon mal keine schlechte Quote. Müssen wir natürlich noch bedenken, der Fuhrpark wird auch nicht kostenlos an uns vorbeiziehen. Da werden wir natürlich auch passendes Gerät kaufen müssen. Brauchen wir nämlich auch eine Runde Seemaschinen. Grober. Und den ganzen Spaß, ne? So sieht's aus. Aber wie gesagt, wir sind dabei, die Kohle zu machen. Und wir können natürlich gleich auch zwischendurch mal gucken, was für eine Frucht oder ob gerade überhaupt eine Frucht auf dem Feld drauf ist. Beim Optimalfall kaufen wir natürlich die 18 frisch angesät mit einer Frucht, die wir gerne haben wollen. Dass wir halt nur noch das Düngen nachholen müssen. Ne? So simpel ist es eigentlich. Wäre der Optimalfall. So, da sind wir schon bei der besagten Kurve. Ich glaube, Saatgut und Streudünger wird so schnell nicht sein, dass ich also keine Last damit habe, mit dem jetzt hier direkt zu einem Hof wieder hinzufahren. Weil als nächstes werden wir bestimmt wieder eine Frucht verkaufen. Wir müssen nur mal gucken, welche wann. So simpel ist das Ganze, ja. Aber wir kommen der Sache näher auf jeden Fall. Können wir gleich mal gucken. Ich habe auch noch eine Alternative. Ich weiß ja nicht genau, wie ich es mache. Also ich möchte natürlich gerne das mit dem Zug dann auch abholen. Ne? Zuglager dementsprechend ist ja auch da. Das ist nicht das Problem. Und ich werde das wahrscheinlich mit LKWs dann zum Zuglager bringen. Und möchte das auch wahrscheinlich mit kleinen Überladewagen erstmal in einen anderen Überladewagen oder eine, also eine Zwischenlager packen. Und da habe ich mir bis jetzt was überlegt. Da muss man mal gucken, ob wir es machen. Also es gibt so ein... Ist ein Überladewagen, ein, ich weiß nicht, wie viele Achsen er auch hat, also ohne Ende. Und der fast so viel wie ein Road Train. Den könnte man natürlich als Station irgendwo hinstellen und die kleinen Überlader machen dann die Jungs dahin leer und die LKWs holen es dann von dorthin ab. Das ist so die Idee. Dass man also nicht immer mit den Road Train fahren müssen, die sind ziemlich unhandlich. Sondern wir mit den kleineren fährt, aber halt trotzdem nicht der Platz einen so schnell ausgeht oder man nicht so, ne, dass man echt so einen kleinen Zwischenpuffer hat und ich weiß, dass ich muss alle 2 Minuten losfahren mit dem Teil. Dass man 1 oder 2 oder vielleicht sogar 3 von diesen, ich glaube 177.500 Liter Tanks sind es dann sozusagen da stehen hat. Da kann man halt was drin abladen und das ist gleichzeitig, der hat jetzt keine Möglichkeit zum Abschütten, aber ist dann halt ein Überladerohr dran, um halt andere LKWs zu füllen. So simpel ist es. Wir gucken jetzt einmal kurz. Also den Preis hier, den seht ihr selber, haben wir jetzt gut nach unten geschossen. Der Güterbahnhof ist noch gut bedient, aber so hier haben wir momentan so riesig viel nicht da, 60.000. Deswegen skippe ich jetzt hier noch einmal durch. Da sehen wir die freundlichen Jungs und da ist auch die erste Soja-Variante. Und er macht sich dann auch gleich auf den Weg, um das Ganze wegzubringen. So simpel ist es. Da werden wir dann gleich einmal durchskippen. So, gut. Wir skippen durch. Fassen des Wortes. So, da ist der nächste. Ja, das ist natürlich jetzt
der auf der 33. Das heißt, ich muss. Na, komm her. Ja, Karte ein bisschen schneller laden. Ich muss hier einsteigen. So. Ja, 62.000 Liter hat nur noch auf Lager Soja. Der LKW hat gleich nochmal. Was ist 67.000 dabei? Da haben wir 130.000. Er hatte schon gleich wieder 26.000 drin. Das ist ja auch schön. Aber es ist halt noch kein Roadtrain. Sobald wir wieder einen Roadtrain voll haben, werden wir mit dem Roadtrain die Versorgung fahren, sozusagen. Und dann gucken wir mal. So, ja, ihr seht es jetzt selber. Also wir haben jetzt bereits, also wir sind noch längst nicht ganz rum, haben aber schon 27.000 Liter an Soja gemacht und haben noch nicht mal eine Vorgewendebahn gemacht. So, da vorne ist der Kollege. Ja, die Folge für heute geht auch leider schon wieder zu Ende, aber so ist es halt. Nach der Fruchtgeschichte und sowas von Feld 18 gucken wir beim nächsten Mal. Ich werde ihn hier noch eine Runde drunter stellen und dann bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein paar den Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Abo wäre natürlich auch super klasse. Dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen, Vorschläge habt, immer schön in den Kommentarbereich damit. Dann sage ich bis zum nächsten Mal.